schreiben das Jahr 2016, als Ava mir sagt, wir übernehmen das Rap-Game. Merzette mit Ava, Medo und Pascha, Kids von der Strada, jagen das Para. Der Traum zerbrach, ich entferne mich vom Tonträger, hämmer das Mic an die Wand wie ein Goldschläger. 2 Jahre später, Augenblick kennt jeder, doch wenn ich ehrlich bin, war's mein größter Fehler. Auch wenn Wege sich trennen, bleib ich ein ehrlicher Mensch. Mit der Zeit hab ich gemerkt, alte Freunde sind fremd. Der Plan ging kaputt, bei Nacht und Nebel. Bei Gott, ich wünsch dir alles Gute für dein Label. Ich habe die Tiefschläge weggesteckt. Sie dachten, kein Ziel wäre festgesetzt. Keiner, der mich glaubt im Endeffekt. Aber ich hatte ein Ziel, Mama stolz zu sehen, inshallah Gold zu gehen. Ich hatte ein Ziel, ein Sportcoupé, und Papa hat ein volles Portemonnaie. Ich hatte ein Ziel, wie ein Rockstar leben, im Tourbus aufzustehen. Ich hatte ein Ziel, vor 1000 Fans zu stehen, die mir ermöglichen, diesen Traum zu leben. Ich war pleite, wollte schnelles Geld, 1 Kilogramm von Ava gegen mein letztes Hemd. Er reichte mir die Hand, als ich am Boden lag. Ich bereue jeden Tag, dass Mama die Drogen fand. Im Leben läuft nicht alles wie geplant, das Ende von meinem Label hat Effe schon geahnt. Doch dank Effe bin ich wieder ein Teil dieser Family, und nur wenn ich sterbe, verlasse ich sie. Der Anruf kam, Frat Abi will sich treffen. Er sagte mir, jetzt ist deine Zeit, um zu glänzen. Wenn ich durchdreh und alles wieder hinschmeiße, denk ich zurück und beginn die Zeitreise. Ich habe die Tiefschläge weggesteckt. Sie dachten, kein Ziel wäre festgesetzt. Keiner, der mich glaubt im Endeffekt. Aber ich hatte ein Ziel, Mama stolz zu sehen, inshallah Gold zu gehen. Ich hatte ein Ziel, ein Sportcoupé, und Papa hat ein volles Portemonnaie. Ich hatte ein Ziel, wie ein Rockstar leben, im Tourbus aufzustehen. Ich hatte ein Ziel, vor 1000 Fans zu stehen, die mir ermöglichen,